Ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi, liebe Spaßgesellschaft und willkommen zu meinem ersten Vlog. Diesmal waren wir auf der Gamescom unterwegs, der gute Wusa war dabei, der gute Eisenhut war dabei und was so meine Eindrücke davon waren, das zeige ich euch jetzt. Ja, ihr Lieben, ich darf jetzt mal Tropico-Bahn spielen, das neue. Und wir müssen uns erstmal natürlich mit der Steuerung vertraut machen. Optisch ist immer wieder das gute alte Tropico-Problem. Also was heißt Problem? Die Grafik, die sieht jetzt nicht ganz so neu aus. Also ich finde Tropico erstmal sowieso kategorisch schon immer eigentlich eine sehr gute Spielereihe. Mir gefallen da die Spielmechaniken. Was die Grafik angeht, der Eisenhut, der hat es echt auf einen guten Punkt gebracht. Der meinte nämlich, egal wie neu ein Teil von Tropico ist, die Grafik sieht immer schon wieder so ein bisschen veraltet aus und nicht ganz up to date. Aber ganz ehrlich, ich finde, das hat einen gewissen Charme und das ist auch so ein bisschen im Stil des Ganzen. Das finde ich dann auch wieder konsequent durchgezogen. Was mir besonders gefallen hat, waren, dass sich ein paar Spielemechaniken geändert hat. Man kann jetzt wesentlich besser in die Detailtiefe gehen, was verschiedene Einstellungen angeht. Zum Beispiel, wenn eine Wahl ansteht, das Volk will ja immer wieder mal Wahlen haben, da kann man nicht nur sagen, okay, wir manipulieren die Wahl jetzt oder wir lassen die ganz normal durchlaufen, die werden schon für uns stimmen. Da hat man nämlich die Möglichkeit, dass man eine Rede halten kann. Und bei dieser Rede, da kann man verschiedene Aspekte immer benennen. Und je nachdem, ob die Aspekte stimmen, also ne, ob man einen Stuss erzählt oder ob das wirklich so ist, je nachdem, reagiert das Volk anders darauf. Also ich hatte dann eine Rede halten dürfen quasi, wo ich sage, bei uns läuft aktuell die Versorgung mit Nahrung läuft super und für die Zukunft nehmen wir uns vor, dass wir noch den Part mit der Infrastruktur besser in den Griff kriegen. Dann natürlich, es gibt vier Faktoren halt. Einmal, was gut läuft, was nicht so gut läuft, beziehungsweise wo man hin will, welchen Teil man verbessern will. Dann kann man sagen, welches Lager man unterstützen will, ob man jetzt die Kommunisten unterstützt oder wie auch immer. Und man kann auch gegen ein anderes Lager wettern, entsprechend zum Beispiel gegen die Amerikaner in dem Fall. Was mir gefallen hat, war auch, dass man bei den ganzen Einstellungen, bei den Bauten, bei den laufenden Gebäuden auch, dass man da wesentlich mehr in die Detailtiefe gehen konnte, dass man verschiedene Sachen einstellen konnte. Nicht nur wie vorher im Teil, dass man einfach sagen konnte, ich kaufe jetzt da ein Upgrade und die kriegen jetzt so und so viel Lohn, sondern man kann das wesentlich besser strukturieren, auch wie die Produktionsabläufe da sein sollen. Und das wiederum finde ich sehr geil. Und es hat aber, wie gesagt, nichts von seinem Tropico-Charme verloren, was jetzt nicht nur an der Grafik liegt, sondern einfach natürlich an El Presidente himself, ne? Und das gefällt mir gut. Deswegen ist Microsoft so groß. Sie spawnen ihre Mitarbeiter. Was ist das an Personalkosten spart? Ab jetzt sind gerade 3 Stunden. Ich kann mir vorstellen, dass Uncharted noch nicht. Und wieder einmal warten. Es ist schon raus. Ja, ich durfte ja Detroit Become Human anspielen und mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das erstmal vorab. Es hat sehr viele Elemente wie Heavy Rain, dass man entsprechende Rätsel lösen muss, dass man auf bestimmte Art und Weise interagieren muss und auch natürlich, dass die ganzen Taten Konsequenzen haben. Je nachdem, wie viel man aufdeckt, geht man den richtigen Hinweisen nach, interpretiert man das richtig. Und was mir besonders gut gefallen hat, also erstmal, man konnte die Szene nachspielen, die man auch im Trailer sieht. Diese Balkonszene, wo quasi ein Android durchdreht und ein Mädchen umbringen will und wir das verhindern müssen. Just over an hour since a little girl was taken hostage on the top floor of a building here in downtown Detroit. Details are still emerging on what exactly happened.
ganz interessant dabei ist, dass bei den verschiedenen Sachen, die man herausfinden muss, um diesen Fall aufzuklären, dass da die Zeit eine wichtige Rolle spielt. Will meinen, dass es nicht einfach heißt, okay, du musst jetzt den Punkt und den Punkt finden und das musst du finden, sondern auch, dass je länger du dafür brauchst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das Mädchen umbringt. Also das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich fand das eigentlich richtig gut, weil das mal so ein bisschen was anderes ist. Das ist nicht einfach nur dieses, du musst das lösen, da ist der Hinweis, wenn du einen hast, löst du es, Punkt. Und abgesehen davon, grafisch ist es eine Granate und ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich werde es mir auf jeden Fall holen und wenn der Entwickler mitmacht, werde ich es vielleicht sogar let's playen, mal schauen, weiß ich noch nicht genau. You think you know it all, talk will only take you so far. Before you about to prove it, this time I watch you lose it. You're out of line and out of time. Just walk away while you still have your pride. If you're mad enough to voice, then you're mad. Monat Xbox Live bekommen! Ja, ich auch und ich habe keine Xbox! Ich aber! Gegen Ende unseres Gamescom-Tages hatte ich nochmal die Gelegenheit, einmal kurz ein weiteres Mal bei Calypso Media reinzuschnuppern. Denn beim ersten Mal waren da leider nicht alle Rechner frei. Da konnte ich dann nämlich Railway Empire anzocken. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich ziemlich angefixt. Also für die, die mich persönlich kennen, die wissen natürlich, ich bin ein Riesenfan von Zügen an sich. Aber auch von Spielen mit Zügen. Railroad Tycoon, Train Fever etc. Und das Spiel, das hat echt Potenzial, muss ich sagen. Also das hatte ich auch so gar nicht auf dem Radar, dass das kommt. Und das, da kann man auch, also das Übliche natürlich, ne, man kann Städte verbinden, also das hat einen gewissen Part der Elemente von Train Fever, dass man in die eine Stadt einen Bahnhof baut und in die andere auch und dadurch entwickeln sich die Städte erst. Gut, das hat natürlich bei Railroad Tycoon zum Beispiel auch gegeben. Und die Industrie ist da natürlich auch wieder dabei, dass man sagen kann, okay, da ist jetzt eine Kohlemine und dann bringen wir jetzt die Kohle in die Städte zu den Leuten, dass sie auch heizen können etc. Beziehungsweise, dass dann entsprechend die Kohle weiterverarbeitet werden kann in verschiedene Produkte. Das soll wohl auch, soweit ich gesehen habe, auch über verschiedene Epochen gehen, was ich auch schon mal sehr geil finde. Und es gibt da, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, über 30 verschiedene Züge. Finde ich schon mal sehr geil. Und, nein, Moment, es geht nicht über verschiedene Epochen, das muss ich einmal revidieren. Das geht, spielt in Nordamerika Anfang 20. Jahrhundert, glaube ich, beziehungsweise Anfang Mitte 19. Jahrhundert. Und da kann man natürlich dann auch entsprechend, wie schon in Teilen der Kampagne, bei, nur mal als Beispiel für euch, bei Railroad Tycoon 3, wie schon als Teil der Kampagne kann man da die Entwicklung in Texas vorantreiben, den größten Trip nach Westen machen, etc. Es gibt da verschiedene Szenarien, es gibt aber auch eine Kampagne, die man spielen kann. Inwieweit das dann voneinander abweicht und inwieweit das dann eine zusammenhängende Story ist, das weiß ich noch nicht. Da bin ich allerdings sehr gespannt. Was mir gefallen hat, war bei den Zügen, die kann man natürlich auch direkt einstellen, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt hier noch einen Postwagen dabei haben, ich möchte noch einen Personalwagen dabei haben und so weiter, noch einen Speisewagen. Diese Einstellung gibt es natürlich und was aber mal was Neues ist, das ist, man kann bei den Zügen Personal einstellen, das heißt jetzt aber nicht Lokführer und wie heißen die? Die heißen nicht Stewards, die halt, ihr wisst schon, also das normale Zugpersonal, was man so normal sieht. Nein, sondern es gibt dann die Möglichkeit, dass man Wachmänner zum Beispiel einstellen kann, die dann die Ware beschützen, falls dann der Zug überfallen wird. Oder was gab's noch? Also ich konnte es leider nur sehr kurz anspielen. Es gab noch weitere Möglichkeiten, Personal einzustellen. Ich glaube noch einen Techniker in irgendeiner Form, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und das sind halt Aspekte, die haben mich sehr gereizt. Und wie gesagt, ich hatte das Spiel überhaupt nicht auf dem Radar, konnte es dann einmal anspielen. Und es hat mich echt direkt angefixt. Also ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, das soll Anfang 2018 kommen, im ersten Quartal. Wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe. Kann auch sein, dass ich mich vertue. Und also ganz ehrlich, wie gesagt, großer Zugfan. Großer Fan von Simulationen und Strategiespielen. Das werde ich, glaube ich, mir auf jeden Fall holen. Und wenn Calypso es zulässt, bitte, 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 dann werde ich es auch let's playen. Und ich hoffe da auch positives Feedback und ja, auch darauf freue ich mich. You played the game.
Lieben, das war mein Tag bei der Gamescom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Eindrücke gewinnen können, wie es da so war, wie die Leute da so waren, wie ich da so war, was ich da für einen Spaß hatte. Ja, und ich hoffe einfach mal, dass wir im nächsten Jahr das auch nochmal machen und dass ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung sammle bis dahin, wie man einen vernünftigen Vlog macht. Also ihr Lieben, bis zum nächsten Jahr. Tschüssikowski!